in die ganze Schrift zitieren. Es freut mich, bei dir zu sein und freut mich insbesondere, dass ich den Olaf Henke wie auch begrüßen durfte heute Morgen und die Möglichkeit hatte, mit ihm über Films zu sprechen. Seine Bücher habe ich schon gelesen und die sind sehr informierend. Und der Henke hat doch einen sehr guten Werdegang gehabt. Er ist nun eine ganz große Firma geführt in Europa. Und der Präsident der deutschen Industrie ist ja auch ein ehrenhafter und ein wissenswerter Tätigkeit. Also noch einmal herzlich willkommen. Ich habe natürlich auch einen besonderen Grund gehabt, warum ich ihm eingeladen habe, weil damit ich der einzige Sprecher bin in Österreich, der sagt, das europäische Währungssystem funktioniert nicht. Da sind wir uns hundertprozentig einig. Wir sollen wissen im Leben, sei es unser eigenes Leben, sei es in der Firma oder in der Gesellschaft, im Lande, wenn irgendetwas nicht funktioniert, das sollte man wissen, man hat ein Problem. Wenn man nicht weiß, dass man ein Problem hat, dann hat man wirklich ein Problem. Probleme können identifiziert. Und wir sind dabei, sie gut identifizieren. Wir sind uns einig, es ist komplex. Aber ich glaube, wenn man Erfahrung hat in der Wirtschaft und in der Gesellschaft, in der Finanz, kann man sehr viele Probleme lösen. Also, ein Hauptgrund, warum ich heute hier bin, ist, ihr wisst, ich bin politisch jetzt sehr tätig und ich werde laufend gefragt, warum mache ich das? Nicht? Meine Freunde fragen mich, Frank, verstehe dich nicht, also, wie du dir sowas antun kannst. Meine Frau sagt auch zu mir, Frank, du hast schon so viel Arbeit, setz dich ein bisschen zur Ruhe, streichle den Hund ein bisschen, befass dich ein bisschen mehr. Bitte Enkelkinder, ich habe drei. Ganz, ganz nette, liebe Kinder sind es auch, Teenagers. Und mein Enkelsohn ist jetzt 21, meine Enkeltochter, die eine ist 19 und die andere ist 12. Nicht? Also keine Kinder mehr. Aber nicht wie manchmal. Wir müssen uns von Zeit zu Zeit manchmal im Spiegel schauen und sagen, wer sind wir? Haben wir Prinzipien? Haben wir ein Gewissen? Vielleicht eines der Hauptmotivationen, warum ich auch sehr involviert bin jetzt in der Politik, ist, die erste Zeit, nicht, wie ich nach Kanada gekommen bin, mit diesem kleinen Koffer, die $200, die haben nicht lang gereicht, obwohl ich in einer ganz billigen Wohnung gewohnt habe. Und da war ich auch hungrig. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man hungrig ist, weil man Gewicht will verlieren. Oder wenn man hungrig ist, man hat kein Geld. Und wenn man hungrig ist, wenn man kein Geld hat, das wirkt sehr erniedrigend, sehr. Ich glaube, man muss sogar ein bisschen bücken und kriegen. Und ich habe geschworen, nie mehr hungrig zu sein und von niemandem bücken und kriegen zu müssen. Und ich möchte es auch allen anderen Leuten wünschen. Es gibt viele, viele Leute, die eben ganz in niederträchtigen Verhältnissen leben und sich bücken und kriechen müssen, um sich am Leben zu erhalten. Und das ist meine Motivation. Wir müssen auch verstehen, ein Land wird gestartet von Leuten, und ein Land wird auch verändert von Leuten. Wenn man bedenkt, es ist noch gar nicht so lange her,
wurden Leute erschossen, erschlagen, wenn sie nur ein bisschen mehr für menschliche Rechte gekämpft haben. Und später für ein bisschen mehr Demokratie. Und das ist gar nicht so lange her, nicht? Wenn man bedenkt, wenn man nach Russland schaut, lange ist es her, vielleicht 15 Jahre oder was? Gorbatschow, nicht? Also wie es da eine Revolution gab. Ich habe großen Respekt vor Gorbatschow, nicht? Dass man Leute, die ihr Leben riskiert haben, um Veränderungen, die wir eigentlich fast für selbstständig finden. Und da sage ich mir auch, also, ja, natürlich, nicht wenn man in die politische Arena steigt. Politik heißt ja, die anderen schlecht zu machen, damit du kannst du deine Schwächen und damit verschweigen oder verdecken. Und es ist nicht angenehm, aber ohne dem geht es nicht. Wir sind diesbezüglich nicht sehr zivilisiert. Wir bleiben nicht bei Fakten, wir bleiben nicht bei wie die Umstände sind. Ich möchte auch noch eines sagen, Olaf. Der Unterschied, nicht? Du warst auch in der Industrie tätig und bist jetzt sehr stark tätig, du fährst viel rundherum und gibst deine Zeit und sprichst vom Herzen, dass wir starke Probleme haben. Aber weil du in der Industrie warst, hast du auch gewusst, wenn man einen Fehler macht, und wir alle machen mal einen Fehler, wenn wir ein Loch haben, wo wir irgendwo investiert haben, da kannst du Geld reinschmeißen und reinschmeißen, da ist ein Boden ohne Ende, dann sagen wir, ja, wir haben einen Fehler gemacht und wir müssen das ändern. Der Unterschied, die Politiker sagen, die werden das nie zugeben, wenn die Fehler machen. Wenn ein Politiker es zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat, außer er entschuldigt sich und sagt, nicht? Wenn ein Politiker die Courage hätte und sagt, ja, ich habe deine Fehler gemacht, es tut mir leid, dann würde vielleicht, je nachdem wie groß der Fehler ist, dass die Wähler das vergeben würde. Aber wenn sie weiter beharren, nicht? So wie ich das sehe, das ist, na, ob man nicht wie man einen Esel hat, nicht? Den kann man nur so lange immer. Und noch einmal einen Sack draufgeben und man sagt ja, es gibt das Stichwort, the straw which broke the camel's back. Das heißt auf Deutsch, das Stück Stroh, das war das letzte Stroh. Dadurch ist das Gemälde zusammengebrochen, weil es so viel Last gehabt hat. Und wir durch diesen Schuldenberg, wir häufen so viel Schulden drauf. Ich glaube, das Kamel geht schon ganz langsam und ja, befürchte es, wenn wir keine Änderungen vornehmen, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, wird dieses Kamel komplett zusammenbrechen. Und das würde natürlich große Konsequenzen haben. Die Naturgesetze sind immer stärker wie das menschliche Gesetz. Nicht manchmal, wenn in einem Wald eine Säuge einbricht, die Bäume werden höher, der Blitz schlägt manchmal ein und der ganze Wald brennt nieder. Dann wächst du wieder neu, gesund. Aber wir in der Menschheit sollte man solche Katastrophen verhindern. Weil das sind Menschen, die darunter sehr leiden müssen. Und wir sehen das ja schon, wenn man Fernsehen schaut, wenn man Berichte sieht, dass Griechenland und Spanien und Portugal und die schlimmsten Berichte über die ganze Zeit, da ist schon, also das schaut sehr bitter aus. Wir müssen auch darüber nachdenken, warum macht der Staat überhaupt Schulden? Nicht, warum? Ich sage immer, wenn man Schulden hat, persönlichen Leben oder in der Wirtschaft, da macht man sich Sorgen darüber.
weil jede Hausfrau weiß, wenn sie mehr ausgibt, als was sie reinnimmt, kommen sie in Damenhaus. Jeder Bauer weiß, wenn er mehr ausgibt, was sie reinbringt, verliert er seinen Hof. Besonders die Bauern sagen, du musst aufpassen, ja, keine Schulden machen, den Hof musst du wieder weiter vergeben an deine Kinder und Enkelkinder. Das ist so stark verwurzelt, ja. Und wenn ein Gewerbetreibender, er oder sie, nicht mehr ausgeben, was reinkommt, da gehen sie in Konkurs. Nur die Regierung versteht das nicht. Wenn eine Regierung, und ich spreche jetzt von der österreichischen, von der Koalition zwischen ÖVP und der SPÖ, für 50 Jahre machen die jedes Jahr Verluste. Starke oder mehr Schulden. Das kann ja nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Und nicht, wenn sie die Wahl gewonnen haben, dann denken sie schon wieder daran nach, was müssen wir tun, um die nächste Wahl zu gewinnen. Das heißt, das Ganze, die Achillesferse, der jetzigen Demokratien sind, dass eine Regierung das Land hauptsächlich führt und regiert durch politische Überlegungen. Was muss ich tun, um wiedergewählt zu werden? Wir brauchen sozialökonomische Strukturen. Es muss auch die politische Regierung soll ausbalanciert sein mit einem sozialökonomischen Bürgerrat. Und nämlich, wir müssen auch verstehen, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann funktioniert nichts. Und wenn wir eine Firma haben, die keinen Profit macht, das ist eine Last für die Gesellschaft. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn eine Firma Verluste macht und sie wird zugesperrt. Das heißt, es geht Arbeitsplätze verloren, es geht Steuereinnahmen verloren. Also das sind. Aber wir brauchen da ganz ein anderes Denken. Ich vermisse das Denken. Drüben in Amerika, wenn der Fußball spielt, da wird die Hymne gespielt. Da stehen die Amerikaner so, wurscht, von wo du herkommst. Wenn du jetzt von Griechenland kommst, Italien, Deutscher, die stehen so, das sind Amerikaner. Und irgendwie der Spirit fehlt. Und der Spirit muss von oben irgendwie angekurbelt werden. Durch gutes Denken. Durch gutes, dass wir freie Bürger, stolze Bürger, dass die Wirtschaft funktioniert. Und letztendlich ein Land kann nur bemessen werden, wie leben die Bürger auf der niedrigsten Stufe. Und es gibt immer mehr und mehr Arme. Also, noch einmal, ich brauche von niemandem was. Ich glaube, ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt über die Jahre. Ich war Aufsichtsredner an Universitäten, Banken, Spitäler, New York Stock Exchange und vielen Sozialorganisationen. Und, und ich sage, ich möchte erst dem Land dienen und auch mein Gewissen zu beruhigen, weil man weiß, man könnte Elend verhindern, man kann anderen Leute helfen und das braucht nicht immer einen großen Ausmaß zu sein. Ich glaube, die meisten Leute sind gut und wenn sie irgendwie einen Freund oder eine Familie, besonders bei den Bauern ist es sehr stark, nicht? Bei den Bauern, wenn irgendein Nachbar eine Katastrophe hatte, aus irgendeinem Grund, sieht man meistens bei den Bauern, die sagen, ja, dann helfen wir. Aber die Bauern werden nicht einem anderen Bauer helfen, wo sie wissen, dass sie mein Gasthaus. Und so ist das ungefähr, nicht? Dass Nachbarn muss man helfen. Nicht? Und wir in Europa sind ja eine Nachbargemeinschaft. Ist relativ klein. Und, aber ich bin für ein starkes Europa. Was wollen die Leute in Europa wirklich? Europa
wurde heimgesucht von schrecklichen Kriegen, besonders in einer Generation steckt das noch drinnen. Also man müsste alles tun, man braucht ein starkes Europa, damit wir Frieden sichern können, so stark wie möglich. Und die Leute wollen auch freien Personenverkehr, freier Güterverkehr, das ist alles gut. Aber die Währung meines Erachtens war eine absolute Missgeburt. Wie kann man, das sind Völker, die für Jahrtausende, Jahrhunderte immer ihre eigene Kultur, ihr eigenes Denken gehabt haben. Und das ist ja schön, nicht? Ich habe immer versucht, wenn ich hier in einem anderen Land war, das analysiert, das sind gute Eigenschaften. Wenn ich welche schlechten gehabt habe, versucht die abzulegen, die guten Eigenschaften anzunehmen. Und dadurch, wenn wir uns mehr bewegen, wenn wir besseres Verständnis haben für Franzosen oder Italiener oder Griechen, ich glaube, das ist bereichernd, Kultur ist bereichernd. Aber die gemeinsame Währung ist wieder der Natur. Weil alle gleich zu machen, gleich runterzubringen, Konkurrenz auszuschalten, nur durch Konkurrenz kann man den Wohlstand verbessern, den Lebensstandard verbessern. Und ich kann mich noch erinnern, hier vor Jahren zurück, wie Gorbatschow in die Macht gekommen ist, hat er mich eingeladen, in Moskau getroffen. Und er hat mich gefragt, ob ich die Autoindustrie sehen könnte in Russland. Ich habe gesagt, gerne. Bin ein paar Tage rundherum gefahren, ich habe mir die Autofabriken angeschaut, bin ich wieder nach Moskau, bin ich wieder getroffen. Fragte mich, was hältst du von unserer Industrie? Da habe ich gesagt, das ist ja viel. Ich frage, was meinst du? Ja, habe ich gesagt, so wie ihr strukturiert seid, könnte keine Qualitätsautos bauen und auch nicht genug Autos, sogar billige Autos, um die Masse zu befriedigen. Dann habe ich gefragt, warum können wir das nicht? Da habe ich gesagt, nicht dabei ein Staatsmarkt war ja das nicht. Da habe ich ihm die Augen geschaut, dann habe ich ihm gesagt, weißt du, warum euer Land so gut ist im Sport? Weil es sehr viel Konkurrenz hat. Wenn es nur einen Läufer gibt auf der Rennbahn, das spielt dann keine Rolle. Hat das dann verstanden. Nicht? Und wurde ich eingeladen am Abend, nicht? Da waren mehrere Mitglieder von Staatsmitglieder, Regierungsmitglieder. Und da haben wir so diskutiert, nicht? Auf der einen Seite, nicht? Ich habe schon eine Pyramide aufgezeichnet und gesagt, in den westlichen Ländern, die Gesellschaft aus wie ungefähr wie das Bild einer Pyramide. Oben sind die Kapitalisten, unten ist die Masse und dazwischen hast irgendwo die Politiker. Und die Politiker sagen zur Masse, Brüder und Schwestern, wenn ihr mich wählt, das mache ich für euch. Das heißt, wenn eine Spezies sich nicht vermehrt, dann eine andere Spezies nicht überhand. Ich habe so aufgezeichnet, dass wir mehr und mehr rüberkommen, nicht? Zum russischen System, wo die Pyramide von oben nach unten ist. Nicht? Oben sind die Technokraten und die Pyramide würde umfallen, wenn es so ist, nicht? Die Spitze unten. Aber da hast du so viel Regulierungen, auch Zwangsarbeit, sonst würde die Pyramide umfallen. So, eigentlich, was sich dreht, ist, eines meiner größten Sorgen ist, wir gehen mehr und mehr weg von der Realwirtschaft. Und es nur durch die Realwirtschaft können wir Wohlstand schaffen. Wir gehen mehr und mehr weg zu einer Finanzwirtschaft, wo wir nur Papiere hin und her schieben, komplizierte Wertpapiere. Und das geht meistens an Zyklus, nicht? Das geht vielleicht für 4, 5, 6 Jahre und dann bleibt irgendwer über mit den schlechten Krediten. Das sind dann die Milliarden. Und
Wer bezahlt das? Das bezahlen die Arbeiter und die Bürger. So geht es. Also noch einmal, wir müssen zurück. Wir müssen zurück zur Realwirtschaft. Und wir wissen aber auch, die Wirtschaft wird von drei Kräften getrieben. Es braucht kluge Manager, es braucht fleißige Arbeiter und es braucht auch Investoren. Das heißt aber auch, dass alle drei ein Recht haben, was da hervorkommt. Hervorkommen tut da Gewinne oder ein Profit. Die Nachricht, die ich immer übermitteln will, ist, die Arbeiter haben ein moralisches Recht auf einen Teil des Profites, den sie durch ihre Arbeit mitgewirtschaftet haben. Aber ich will keine Regierung haben, die so stark ist, und allen Leuten jeden, wie ihr lebt, müsst. Nicht? Die Regierung kann nicht das sagen, du musst einen Teil deiner Firma hergeben. Aber deshalb haben wir Steuergesetze. Steueranreize. Durch Steueranreize, mit den richtigen Steuergesetzen, kann man auch eine Wüste früher machen. Braucht man die richtigen Wassergräben ziehen. Durch die Wüste. Wir haben jetzt Steuergesetze, wo sich keiner auskennt. Das sind Grauzonen. Das sind Schlupflöcher und das sind Privilegiums. In Grauzonen gedeiht die Korruption. Also es ist nicht transparent, kennt sich niemand aus. Steuergesetze bestehen aus Tausenden von Gesetzen und jedes Jahr Tausende von Novellierungen. Würde ganz einfach sein, ein einfaches Steuergesetz. Nicht? Einer, der mit Business Schulung, der eine HDL oder vielleicht sogar die Hauptschule, sollte eine Steuerfahne ausfüllen können. Vielleicht eine Seite Papier. Also wichtig würde auch sein, was wir jetzt haben, wenn eine Firma ihren Profit in Ausland investiert, können sie den abschreiben. Das heißt, die Großfirmen, Großbanken zahlen kaum Steuern. Und meistens, viele von diesen Investieren wurden in den östlichen Ländern gemacht und viele davon wurden von Banken getätigt, auch von Banken finanziert. Die meisten Banken verstehen nichts von der Wirtschaft. Also das heißt, meistens sind die in Konkurs oder so, und dann sind die Banken wieder zurückgelaufen und sagen, wir brauchen Geld, uns bringt die Bankenwirtschaft, die Banken zusammen. Wir brauchen nochmal klare Regeln, wenn es über Banken geht. Wir brauchen Banken, um eine wichtige Rolle zu spielen in einer Wirtschaft. Wir brauchen Banken, und das größte Problem mit den Banken war doch, man hat doch, sagen wir, das Eigenkapital und das 50-fache oder was weiter verhandeln können oder weiter ausbauen können. Nicht? Das heißt, wenn eine Bank eine Million, sagen wir, Eigenkapital hat, haben sie 50 Millionen weiterbauen können. Und das gab immer wieder wie eine Barriere, und wer am letzten Schwanz ist, der bleibt darüber. Und das sind eben die Arbeiter und die Banken. Wir brauchen ganz klare, die Banken sollen nicht mehr haben wie das Zehnfache, nicht? Zum Beispiel eine Bank eine Million Eigenkapital hat, das nicht mehr wie 10 Millionen, die sie da weiterbauen können. Und da könnte das eine solide mit guten Regeln, die dann für die Transaktionen, die Arbeiter deponieren im Geld dort und es wird dann weiter verliehen und so weiter, aber nicht durch ein solchen Ausmaß. Und natürlich in der freien Wirtschaft ist auch genug Spielraum da für Banken, die ein bisschen riskanter sind. Aber das muss den Leuten klar gemacht werden. Das sind Banken, wo man Risiko eingeht, und davon wird es auch bestimmt viele gute geben. Aber wie es jetzt meistens war, es gab mehr schlechte wie gute. Ne? Also das ist einmal Steuergesetz
und noch einmal meine Firma ihren Profit in Österreich investiert, dann würde es keine Steuer geben. Nämlich, was heißt das? Das heißt, eine Firma kann neue Maschinen kaufen, kann Forschung und mehr Arbeitsplätze, konkurrenzfähiger sein. Wenn eine Firma vielleicht sagt, na, die Hälfte investiere ich im Ausland, fein. Das zahlst du die normale Steuer. Aber dann die Hälfte von diesem Profit würde keine Steuer sein. Und also meine Punkte sind natürlich ein ausbalanciertes Budget, dass wir langsam zum Schulzeugen anfangen können. Dann einen zivilisierten Verwaltungsabbau, nicht mit einer Motorsäge. In einer zivilisierten Gesellschaft soll niemand der Sündenbock sein. Die Säulen einer zivilisierten Gesellschaft sind die Regierung natürlich, die Wirtschaft, Gewerkschaften, Akademie und die Medien. Und wir alle müssen versuchen, dass wir besser zusammenarbeiten können, um nicht, die Frage soll immer sein, was müssen wir tun, um Arbeitsplätze zu halten, neu zu schaffen und den Wohlstand der österreichischen Bürger zu verbessern. Das ist unsere Hauptaufgabe und natürlich, das kann man nur machen, wenn man Werte hat, die auf Wahrheit, Transparenz und Fairness aufgebaut sind. Und und wir müssen auch wissen, es sind ein bisschen Emotionen, nicht? Ich komme jetzt zur Währung wieder zurück. Ich habe einmal erwähnt, dass die Finanzpolitik der EU nicht funktioniert. Wir müssen darüber nachdenken. Eine Lösung würde sein, zurück zum Schilling. Mal mit dem Schilling, das geht nicht mehr. Nicht? Ja, ich sage, Schilling, ja, dann hauptfällt jedes Land seinen eigenen Euro. Dass der deutsche Euro würde 1 zu 1 sein, der österreichische auch, der Grieche vielleicht 40 Cent, der italienische vielleicht 80 Cent, 70 Cent, spanische 60 Cent. Und dann hat man einen flexiblen Wechselkurs, ein Land kann dann aufwerten und abwerten. Und das würde die Lösung sein. Und Olaf geht vielleicht ein bisschen weiter und sagt, ja, die Schwachen werden nicht rausgehen und da müssen sich die Starken zusammen, eine Nordwährung. Das würde vielleicht meine erste Präferenz sein. Ja. Aber ich glaube, die Politiker wären sich so. Die werden weiterkämpfen und sagen, das ist die einzige Möglichkeit und so an und wird schwierig sein. Aber wir müssen etwas tun. Und hier in Österreich haben wir noch ein halbes Jahr Zeit. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema und das muss gut durchstudiert sein. Aber man muss ja verstehen, in der Wirtschaft zu sein ist ganz leicht. So leicht. Alles, was man machen muss, ist ein besseres Produkt zu einem besseren Preis. So leicht ist es. Aber das kann man nur machen, wie alle wissen, ein Produkt, wenn man da alles zusammenrechnet, man hat Rohmaterialien. Rohmaterialien sind auf der ganzen Welt ziemlich gleich, mit kleinen Schwankungen. Und dann muss man die Löhne dazu rechnen. Ja, wir in Österreich haben einigermaßen gute Löhne, wir haben auch gute Fachkräfte. Aber was ganz wichtig ist, was wir eigentlich ganz verstehen, sind die Verwaltungskosten. Die sind enorm. Und jetzt haben wir zusätzlich noch die europäischen Verwaltungskosten. Und dadurch, dass wir verpflichtet sind, so viele weitere Schulden aufzunehmen. Das heißt, die Verwaltungen werden noch größer. Das Interessante ist, Österreich hat schon so viele Schulden.
und nimmt weitere Schulden auf, um die Schulden anderer, die noch schlechter wirtschaften wie wir, zu begleichen. Wo praktisch, du hast erwähnt, Haircut. Aber was ist, wenn du eine Katze hast? Kannst du gar einen Haircut machen. Die meisten haben schon eine Katze, weil nichts mehr da ist. Also, für mich ist das... Also heutzutage mit den neuen, mit Internet und mit allem drum und dran, kannst Produkte auf der ganzen Welt verkaufen. Wenn du das darstellst, das sind die Eigenschaften des Produkts, das ist der Preis, da hast laufend suchen, wird laufend reingeschaut in diese neuen Verkaufsmethoden. Also kannst du überall verkaufen, was der China verkaufen kann. Also, wenn Österreich seinen eigenen Euro haben würde, wir würden in kurzer Zeit weit voran vor Deutschland liegen. Und ich glaube, wir könnten den höchsten Lebensstandard haben. Aber es muss auch gleichzeitig, wir müssen Verwaltung reduziert abbauen. Und wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Und noch einmal, die Wirtschaft kannst du nur ankurbeln, wenn du die Arbeiter mitbeteiligst, dann fangen sie ganz anders zum Denken an. Dann tun sie nicht nur fleißig arbeiten, sie denken auch damit. Und das Herz muss mit dabei sein. Wenn das Herz nicht mit dabei ist, dann kannst du keine Qualitätsprodukte zu konkurrenten Preisen machen. Also wir brauchen da Änderungen. Und natürlich, ich kann das alleine nicht machen. Ich bin in gar keiner Weise, glaube ich, irgendwie linksradikal oder rechtsradikal. Und ich habe das kurze Video nur gezeigt, dass man mir ein bisschen ein Gefühl hat, wer ich bin. Nicht? Ich bin anerkannt in der Welt als eines der angesehenen Wirtschaftsleute. Man muss sich auch das vorstellen, wenn du in Amerika große Firmen führst, da bist du wie ein Glashaus. Tausende Rechtsanwälte schauen nur, nicht nur bei unserer Firma, überall. Das passt, das, die machen ein Leben draus. Können wir irgendwo klagen und dann Geld machen? Die Magna war immer ganz, ist immer ganz klar dagestanden. Und ich bin hier auch, jetzt muss ich, mich hier vorstellen, vorweg immer, ich brauche von niemandem, ich will gar nicht in keiner Zeitung sein, ich will ein normaler Bürger sein. Leben unter den normalen Leuten. Aber natürlich muss ich mich jetzt, die Leute haben ein Recht darauf, dass sie mich näher kennenlernen, was sind die Programme. Und der Grundsatz ist, wie schon erwähnt, also ausbalanciertes Budget, zivilisiertes Verwaltungsabbau, Arbeiter mit Beteiligung und vereinfachte Steuergesetze. Ich glaube, ich könnte da sehr viel beitragen, weil wir haben jetzt, nicht, wir haben einen Sumpf der Korruption und Frontalwirtschaft. Und ich glaube, da braucht man sehr viel Erfahrung und da braucht man sehr viel Geld, dass man diesen Sumpf der Korruption trocken legen können. Und wenn es ein Sumpf, natürlich, Sumpfe spielen auch eine Rolle in der Umwelt. Nicht? Also, da sage ich, dass wir jetzt alle Frösche verdienen wollen. Nein, im Gegenteil, Frösche haben wir nichts legen. Aber wenn du den Sumpf trocken legen willst, wo Korruption ist, kannst du die Frösche nicht fragen. Ja. So, was ich wirklich auch machen will, ist, ich will keine Berufspolitiker. Zwei Perioden ist genug. Wichtig ist, dass die Politik wieder rausgeht in die Privatwirtschaft und mit den Gesetzen leben, die sie mit den anderen Nationalräten beschlossen haben. Nicht einen irgendeinen Staatsbetrieb oder
wo der Sessel wieder weich gefedert ist. Nein, wir müssen. Nicht? Also das für mich ist eines der wichtigsten. Und ich glaube, ich kann das erreichen, weil ich stelle Werte auf. Es ist fast wie eine Charta. Eine Werte. Und die Politiker müssen einen Ehrenkodex unterschreiben. Und die Werte werden von einem Bürgerrat überwacht. Du kommst gar nicht auf der Liste rauf. Oder nicht. Man muss sich nach diesen Werten verpflichten. Sonst kommst du nicht rauf. Und natürlich, niemand verpflichtet sich gerne, wenn du den Bürgern was vorschwebst, oder wie und was, und dann kannst du es nicht halten. Das, was wir jetzt immer haben. Man kann nicht, man muss das, was man verspricht, muss man halten. Sonst muss man zurücktreten. Dieses System, nicht, das nicht vom Frank Stonnert abhängig ist. Ich glaube, auch die Firma aufbaut, da kann der Frank Stonnert gar nicht mehr dort sein. Da ist eine Kultur aufgebaut worden. Das sind Werte. Wir sind die einzige Firma der Welt mit einer Wirtschaftsrechtsverfassung. Die einzige Firma der Welt mit einer Arbeiterrechtsverfassung. Wir brauchen Werte, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Nicht? Und wir brauchen keine Politiker, die sagen, was muss ich tun, um gewählt zu werden? Nämlich das ist eine schöne Aufgabe, wenn man mit dem Land dienen könnte. Und ich komme schon mal vor, nicht, dass es vielleicht Leute sein, die vielleicht 40, 50, die schon was bewiesen haben. Dass sie selbstständig sein können. Dass sie ihre Familie führen können. Und wo sie sagen, ja, ich möchte jetzt gerne dem Land dienen. Ich habe mir was erspart, ich will nicht, dass er sparte, dass das weggebraucht wird. Gerade so viel mit ja, den Beträgen, die jetzt sind, würden genügen. Und wir haben jetzt Beträge, wo die Politiker nun gewählt zu werden, haben die das wieder fast doppelt so hoch gemacht, weil ich habe gesehen, ich komme da rein und ich könnte vielleicht mehr Geld ausgeben. Jetzt haben sie selbst alles aufgeschafft. Noch einmal, es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euer Denken ein bisschen provoziert. Und ich glaube, der Olaf und ich, wir sind gerne bereit, jetzt welche Fragen zu beantworten. Danke.